Überlegen Sie mal. Politisches Kabarett im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, 14 Tage vor einer Bundestagswahl. Das wäre doch früher überhaupt nicht möglich gewesen. Oder? Früher, da gab es ein halbes Jahr vor so einer Bundestagswahl Satireverbot im Fernsehen. Heißt das, dass die nicht bei einem Rundfunkrat mitbekommen haben, dass inzwischen Wahlkampf ist? Dabei ist der Westerwelle doch unterwegs in ganz Deutschland. Wir haben eine Schicksalswahl, sagt der Westerwelle, eine Schicksalswahl. Können Sie mit dieser Verantwortung überhaupt umgehen? Fühlen Sie sich dieser Belastung gewachsen? Dieser Druck, ein falsches Kreuz in der Wahlkabine und alles geht hier den Bach runter. Oder ertrinkt in der perfekten Westerwelle, je nachdem. Aber Schicksalswahl, das zieht doch hier auch nicht mehr. Wir haben so viele Schicksalswahlen hinter uns, oder? Je älter man wird, desto klarer wird einem, unser Schicksal ist es, dass wir alle 4 Jahre so tun müssen, als wenn wir eine Wahl hätten. Und deshalb müssen die auch im Rundfunkrat nicht mehr so tun, als wenn politisches Kabarett den Wahlausgang irgendwie beeinflussen könnte. Früher, da konnten sie mit 2, 3 richtig guten Pointen ja den Wahlausgang noch komplett auf den Kopf stellen. Früher, da war das ja alles, das waren die Zeiten, als uns Heiner Geißler noch die SPD als 5. Kolonne Moskaus verkaufen konnte. Seitdem der Schröder bei Gazprom auf der Schmiergeldliste steht, weiß der Deutsche, das ist alles ja nicht so schlimm. Hauptsache ist der Junge von der Straße. Moskau ist ja auch nicht mehr das, was es mal war, oder? Moskau, in Moskau regiert doch nicht mehr dieser kommunistische Menschenfresser Leonid Iljitsch Brezhnev. In Moskau, da hat jetzt dieser oben ohne Modellathlet Wladimir Putin das Sagen. Ja, wenn Sie den Putin agieren sehen, da denkt man doch nicht an Stalin, da denkt man an einen durchtrainierten, ausgenüchterten Franz Josef Strauß. Nach dem Motto, wer unter mir Kanzler ist, ist mir auch egal, oder? Strauß, das war auch noch einer, da könnte man noch Wahlkampf. Stoppt Strauß, können Sie sich noch an diesen Wahlkampf erinnern? Können Sie sich vorstellen, einer macht eine Kampagne, stoppt Merkel? Dann sagt das Wahlvolk, stoppt Merkel, wobei? Da war noch was los früher, da war der Strauß auf der einen Seite und Freiheit statt Sozialismus, ne, und die Rotfront auf der anderen Seite. Da hieß der Scharfmacher der CDU noch Geißler und nicht Ronald Pofalla. Alter. Der Pofalla, der ist doch so scharf wie eine ungesalzene Kartoffel. Wenn der Pofalla versucht, uns Angst zu machen vor Rot, Rot, Grün, dann ist doch, als wenn der Sams vom Flieger Tüt erzählt, meine Damen und Herren. Wie tief... Wie tief sind wir hier eigentlich gesunken? In Ermangelung von Honecker und Stalin muss jetzt ein großbürgerlicher Lebemann wie Oskar Lafontaine als sozialistisches Schreckgespenst herhalten. Das sind jetzt die Schreckgespenster. Da ist der Deutsche doch schauspielerisch völlig überfordert, wenn er vor sowas Angst haben soll. Der Lafontaine holt im Saarland 21%, dann schreibt der Spiegel, wie rot wird die Republik? Oh, rot, rot. Meine Damen und Herren, das Einzige, was in der SPD noch rot ist, ist doch die Schamesröte, die ihr ins Gesicht steigt, wenn sie in ihre eigene Politik der letzten 11 Jahre denkt. Ich bitte Sie. Jetzt kommt der Steinmeier und will uns Angst machen vor Schwarz-Gelb. Jetzt sollen wir Angst haben vor Schwarz-Gelb. Gut. Westerwelle und Merkel zusammen, da stößt Alkohol an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Wie tief diese Partei gesunken ist, erkennen Sie, die Bild-Zeitung schreibt, die SPD wird noch gebraucht. Wenn jetzt noch einer rausfindet, wozu, sind wir einen Schritt weiter, meine Damen und Herren. Aber wer soll das sein? Wer soll das sein? Der Spitzenkandidat Frank-Walter Steinmeier? Ich bitte Sie, der müsste erst mal rausfinden, wozu er selber gut ist. Oder worin er gut ist. Jahrelang haben wir uns über die optischen und rhetorischen Unzulänglichkeiten von Angela Merkel lustig gemacht. Jetzt kommt der Steinmeier und stellt diese Frau in beiden Kategorien locker in den Schatten. Frank-Walter Steinmeier, der letzte Platzpatron der SPD. Seitdem die Merkel nicht mehr versucht, Politik zu machen,
sondern wie einst Helmut Kohl es einfach nur genießt, Kanzlerin zu sein. Die fährt doch das Land wie Queen Mum im Moment, oder? Seitdem die Merkel gelernt hat, alle aufkommenden Konflikte in der Konsenssoße der gemeinsamen Lösung zu ertränken, seitdem wird die doch immer lockerer und souveräner. Und der Steinmeier dagegen, der wirkt so mitreißend wie ein mit Valium vollgepumpter Rudolf Scharping. Und so überzeugend wie ein Regenschirmverkäufer einer Sahelzone. Hören Sie mal, der Steinmeier hat ein linkes Wahlprogramm. Im Wahlprogramm der SPD steht was von Mindestlohn, von Steuererhöhungen für die Reichen und von Vermögensteuer und Börsenumsatzsteuer. Und dann sagt er, er will das in einer Ampelkoalition mit der FDP umsetzen. Das ist ein Metzger, der versucht, einen Vegetarier als Kompagnon zu kriegen. Das Wahlvolk ist blöd, das stimmt. Aber um noch mal drauf reinzufallen, dass die SPD im Wahlkampf Dinge verspricht, die nur mit genau der Partei umzusetzen sind, mit der sie eine Koalition kategorisch ausschließt, um dann noch mal drauf reinzufallen, müsste der Wähler ja schon so blöd sein, dass er nicht weiß, warum man den Bleistift in der Wahlkabine halten muss. Nein, die Merkel muss sich keine Sorgen machen. Das ist doch laufendes Ding, hat der Obama doch auch gesagt, oder? Was soll denn passieren? Die FDP sagt, sie will keine Ampelkoalition. Die Grünen sagen, sie wollen kein Jamaika. Und die SPD sagt, sie will nicht mit der Linkspartei koalieren. Was bleibt denn über? Schwarz-Gelb oder Große Koalition, oder? Das heißt, die Merkel bleibt auf jeden Fall im Sattel. Ob die jetzt hinterher auf einem Esel oder einem Wallach ins Kanzleramt einreitet. Die Merkel hat das gestaltet, die hat begriffen, wie es läuft. Ja? Die hat den Deutschen durchschaut, die trifft genau den Ton, der beim Deutschen ankommt. Der Deutsche macht keinen Streit. Der Deutsche kann keinen Streit ertragen, das ist das ja. Und die Merkel, die polarisiert nicht. Wenn Sie die Merkel was fragen, dann sagt sie als erstes, wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Das ist ein super Satz, der ist grammatisch so richtig wie sinnfrei. Und die Umkehrung dieser Phrase funktioniert noch besser. Dann steht die da und sagt ihm, wir müssen in dieser Frage eine gemeinsame Lösung finden. Wir müssen dieser Frage Geschlossenheit zeigen. Das ist doch perfekt, oder? Geschlossenheit. Da sagt der Deutsche sofort, ich will nicht wissen, welcher Frage, ich will nicht wissen, welcher Form. Geschlossenheit, das ist mein Ding. Der Deutsche hat es gern geschlossen. Ja, der Deutsche hat es furchtbar gern geschlossen. Hose, Weltbild, alles muss geschlossen sein. Ja, Geschlossenheit. Wenn die Parteien nicht geschlossen agieren, dann gibt es Probleme, meine Damen und Herren. Eine Partei muss geschlossen agieren. Wenn in einer Partei ernsthaft Diskussionen aufkommen über den richtigen Weg, dann schreibt die Presse, die Partei ist zerstritten. Und da wendet der Deutsche sich entsetzt ab. Er will nicht mit Einzelheiten behelligt werden. Die sollen sich einfach nur einig sein, worüber ist ihm völlig egal. Die sollen sich einig sein. Einigkeit ist ein Wert in sich in Deutschland. Einigkeit, es heißt ja auch Einigkeit und Recht und Freiheit, nicht Verstand und Recht und Freiheit, meine Damen und Herren. Geschlossen. Parteien müssen geschlossen. Wenn auf einem Parteitag zwei Leute für denselben Job kandidieren, dann schreibt die Presse von einer Kampfkandidatur. Dann sind unsere journalistischen Hirnzwerge völlig aus dem Häuschen. Eine Kampfkandidatur! Eine Kampfkandidatur! Da, 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 da. Wenn nur einer antritt, ist es eine Wahl.